Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mega schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, dass du eingeschaltet hast. Genau. Wir sind gerade ein bisschen aufgeregt. Ja. Wenn du uns verfolgst, dann weißt du ja, dass wir das jetzt heute zum... So machen wir es zum ersten Mal. Und ja. Wir haben uns ein richtig geiles Thema schon für dich ausgesucht, wie du ja schon gesehen hast. Genau, also die ersten Schritte der Hochzeitsplanung. Genau. Und das ist einfach ganz wichtig, wie man da einfach rangeht. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ja klar, herzlichen Glückwunsch. Ja, also merk schon, es wird hier ein sehr lockerer Talk werden. Egal, ob du uns jetzt bei YouTube hörst oder siehst oder auch bei einem Podcast, hör uns einfach zu. Und wenn du was Interessantes findest, dann schreib es auf jeden Fall auf. Genau. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Ihr seid verlobt. Und plant eure große Hochzeit. Genau, beziehungsweise vielleicht auch erstmal noch Standesamt und dann die große Hochzeit oder Standesamt an der großen Hochzeit. Ist ja immer die Frage, was eure Prioritäten sind oder wie ihr es auch gestalten haben wollt. Genau. Und es ist ja ganz klar, zuerst bucht ihr uns Fotografen. Genau, also erstmal Fotografen, du hast noch keinen Termin. Nein, gar nichts. Du hast nichts. Du fragst direkt an, wollt ihr an unserem großen Tag kommen? Wir fragen dann natürlich auch nicht, an welchem Tag und wo es sein wird, ne? Genau, nein. Nein, Schatz beiseite. Erst einmal ist es natürlich wichtig, dass ihr euer Datum oder eure Daten, dass ihr da safe seid oder vielleicht für euch eine Auswahl erstellt, damit ihr dann auch in der Hinsicht flexibel seid, wenn ihr die Location, Fotograf, Musik, also wie DJ oder Band, das sind so die drei wichtigsten Dienstleister im ersten Moment, dass ihr die unter einen Hut bringt und auch eure Wunschdienstleister bekommt. Ja? Ja, ganz wichtig auf jeden Fall, denn die Chemie muss ja passen. Also ihr müsst euch in eurer Traumlocation natürlich wohlfühlen, auch mit den Leuten, die da vor Ort sind, aber genauso natürlich mit uns Fotografen und natürlich auch mit dem DJ, der dann abends die Party rockt mit euch. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euer Datum findet und wo ihr halt dann die Prioritäten setzt, weil es gibt natürlich auch richtig coole Daten. Klar. Ja, also bei uns war es ein Zufall, dass es der 9.11.19 war. War wirklich Zufall. Kurz nach deinem Geburtstag. Kurz nach meinem Geburtstag sogar noch. Auch noch, ja. Ja, ganz, nein, es war wirklich Zufall, weil es war der einzige Tag in dem Jahr, wo noch die Location Zeit hatte. Und das Standesamt. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr, also auf jeden Fall die Location hatte dann nur noch Zeit, die wir haben wollten, wo wir dann die Priorität draufgelegt haben. Und genau, also es heißt Datum raussuchen und Location mit DJ und Fotograf, genau. Bei der Location haben wir vor allem gemerkt, weil wir kriegen ja sehr viel mit, dass ihr, bevor ihr eigentlich sogar die Location euch aussucht, erstmal euch im Klaren sein müsst, wie viele Gäste ihr einladen wollt. Weil jetzt mal ein krasses Beispiel, ihr wollt 200 Leute einladen und habt aber eine Location für 60 Gäste, wohin? Auf jeden Fall. Oder andersrum gesehen, ihr habt eine Location für 200 Gäste, habt aber 60 Gäste eingeladen, dann ist das doch sehr verloren in dem Raum oder wo das auch stattfinden wird. Außer natürlich, ihr plant irgendwas, wo ihr dann den großen Raum braucht, trotz den kleinen Gästeanzahl. Also das gibt es natürlich auch, sei es, ihr möchtet irgendwie eine große Spielecke, weil ihr so viele Kinder auch habt, aufbauen. Also das ist natürlich schon möglich. Genau, also deswegen da auf jeden Fall erst einmal gucken, wie viele ihr einladen wollt, wen ihr einladen wollt. Und ich glaube, zu dieser Hochzeitsplanung, zu den ersten Schritten, gehört dann auch ein sehr grober Plan, wen man dann einladen sollte. Zumindest, dass man halt weiß, brauche ich jetzt eine Location, die 120 Mann reinbekommt oder die kleiner, schnuckeliger ist, weil ich nur 60 Personen habe. Genau. Außer du weißt von vornherein natürlich schon, okay, auch mit der großen Location, trotz der wenigen Gästeanzahl, ist es völlig in Ordnung. Aber trotzdem weißt du dann ja die Gästeanzahl schon. Genau. Also das solltest du schon wissen, ja, ungefähr. Mit der Gästeanzahl, weil es kann ja sein, dass du, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja. Mach mal. Du bist im Fußballverein und du überlegst jetzt, ob du die 30 Mann mit dazu einladen willst oder nicht.
Ja, und dann solltest du halt wissen, ob du halt eine kleine oder größere Location halt einfach brauchst. Also da können wir echt den Tipp mitgeben, wenn ihr nicht wisst, wen ihr einladen sollt, damit da auch keine Komplikationen im Nachhinein stattfinden, sagen wir immer entweder, macht das in Kreisen. Ich mache jetzt mal das Beispiel mit Kreisen. Im Kreis, im Inneren ist normalerweise so Mama, Papa, Geschwister. Und die Trauzeugen halt auf jeden Fall. Ja? Und dann ist die Frage, wer ist bei euch im zweiten Kreis drinnen? Wer ist bei euch im dritten Kreis drinnen? Und wer ist bei euch im vierten Kreis drinnen? Und wenn ihr halt sagt, ihr habt eine Location für 80 Leute und da passen nur die ersten drei Kreise rein, dann sind es halt die ersten drei Kreise und der vierte Kreis wird halt nicht mehr mit eingeladen. Aber ihr habt dann es auch sauber getrennt dann im Endeffekt. Ist eine Möglichkeit, um zu wissen, hey, wen will ich denn überhaupt einladen oder wen kann ich einladen, auch aufgrund von der Größe, einfach Location oder damit einfach die Hochzeit einfach auch nicht ausufert. Genau. Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt die Gästeanzahl, wir haben die Location. Fotograf, DJ. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, ob ihr jetzt in der Kirche heiraten möchtet oder freie Trauung. Also gerade den freien Redner oder Rednerin sollte man relativ früh auch anfragen. Also das würden wir sagen, relativ zeitnah, wenn du sagst, definitiv eine freie Trauung, dann mit Fotograf, DJ und freien Redner, Rednerin definitiv anfragen, sobald man die Location hat. Genau. Und was wir euch auch als Tipp mitgeben können, ist bei der Standesamtlichen, könnt ihr jetzt schon anfragen, aber die offizielle Buchung geht immer erst 6 Monate vorher. Genau. Also, dass dann die Papiere und so weiter gemacht werden. Das geht erst 6 Monate vorher, aber die meisten Standesämter lassen mit sich reden, dass sie schon sagen, ja, wegen Location, teilweise musst du ja Location 2 Jahre vorher buchen. Ja? Dass du dann wirklich an dem Tag auch in dem Standesamt dann sein könntest, dann im Endeffekt, ja. Gerade größere Standesämter haben, soweit ich jetzt gerade noch im Kopf habe, auch so die Möglichkeit, dass man dann direkt online auch bucht den Termin. Also 6 Monate vorher und dann kann man eben online direkt easy. Genau, schaut den einfach mal, buchen, wo ihr heiratet und wie es dann in dem Standesamt möglich ist. Genau. Ja, das wären die ersten Schritte eurer großen Hochzeitsplanung. Und genau, das. Also wie gesagt, das wären die ersten Schritte auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr das habt, dann ist schon 40%, 50%, 60% auf jeden Fall von eurer Hochzeit, von den Planungen her auf jeden Fall schon fertig. Und dann steht das und dann kann so das Schöne kommen, gerade für uns Frauen ist es ja so toll, dann Brautkleid aussuchen gehen und zur Anprobe und mit ihren Mädels und so ein bisschen schon die Planung anfangen und das kann dann so Step by Step kommen. Genau, wenn ihr ein Farbkonzept habt, wenn ihr bestimmte Farben haben wollt oder bestimmte Blumen, das kann dann nach und nach kommen. Da habt ihr aber im Normalfall dann noch genügend Zeit, wenn ihr es dann nicht schleifen lasst, dass es dann 2 Wochen erst vorher macht. Okay, super. Ja, wenn du Fragen dazu hast, dann kontaktiere uns gerne. Wenn du uns jetzt hier auf YouTube zugeschaut hast, like, abonniere, schreib Kommentare unten. Und selbst wenn du sagst, hey, war einfach nur ein cooler Input von euch, würden wir uns mega drüber freuen. Und ja, schau einfach das nächste Video an. Und wenn du Fotografen brauchst für deine Hochzeit, www.lebensfotografen.de und check mal deinen Termin aus. Wir sehen uns. Und Tobi. Bis dann. Ciao. Ciao.